Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen, ich denke schon. Ich habe euch beim letzten Mal eine Folge gezeigt, wo ich so nicht ganz genau wusste, wie sich das jetzt so entwickelt. Bei diesem Folge sieht es tatsächlich noch ein bisschen schlechter aus, aber die Damen haben Pollen eingetragen. Heute wollen wir hier mal einen kleinen Blick reinwerfen. Und zwar möchte ich hier nur sehen, hat dieses Volk noch Futter? Ist hier Brut vorhanden? Und wenn die Brut vorhanden ist, ist die Königin auch da. Alleine schon, dass die Flugbienen Pollen eingetragen haben, sagt mir eigentlich auch schon, dass hier drin gebrütet wird. Ich will es nur einmal sehen. Wichtig für mich ist allerdings eher die Futterkontrolle. So, wie sich das immer gehört bei mir mit dem Smoker, einmal anmelden. Das ist immer ganz wichtig. Ansonsten habe ich mir alles bereitgestellt. Das heißt, ich habe hier in dem Kasten habe ich Futterwaben drin, falls sie benötigt werden. Hier in diesem Kasten habe ich alles, was man so an Werkzeug braucht. Also immer schön griffbereit. So, wollen wir mal den Deckel abnehmen. Was wir hier zuerst sehen, wir haben hier Bienen in 1, 2, 3 Wabengassen. Das heißt, es ist also ein sehr kleines Volk. Und jetzt entnehmen wir mal die Folie. Unter Rauchzugabe. Ich verwende bei den Völkern, die ich auf Holzbeuten imkere, immer diese Klarfolie. Sichtfix oder Klarfix heißt die. Die hat den Vorteil gegenüber den anderen Folien, dass sie halt sehr fest ist und klar bleibt, nicht stumpf wird. Ja. Eine andere Sache, ich lege die Folie nochmal auf. Nee, das sparen wir uns jetzt. Wir gucken jetzt schnell in die Bienen rein. Ich will die nicht so lange aufhaben. Folie kommt hier an die Seite. Also die Folie ist sehr stabil, das ist ganz angenehm. So, hier haben wir das 1,5 Maß. Wir haben dieses Volk ebenfalls auf 1,5 umgesetzt. Sie haben hier am Rand schon leicht verkittet, das ist ein gutes Zeichen. Ihr kennt dieses Rähmchen aus einem anderen Video, ja, mit dieser Birne hier. Da sind die Bienen aber noch nicht dran, das heißt, sie sind noch nicht stark genug. Also packen wir es hier wieder an die Seite. Schauen wir mal, was wir hier haben. Okay, hier haben wir eine ausgebaute Wabe. Hier war Futter drin, das haben sie sich rausgeholt, da ist nichts mehr drin. Hier ist Futter. Und hier haben wir ganz frische Brut. Also hier ist die Königin gerade irgendwo zugange. Aber tatsächlich nicht so, wie ich es ganz gerne mir gewünscht hätte. Das ist also offene Brut, die man da gesehen hat, nicht verdeckelt. Keine Brut. Keine Brut. Ja, das, was wir hier sehen, gefällt mir überhaupt nicht, denn wir haben hier einen sehr hohen Eintrag von Nektar. Wir haben offene Brut, junge Brut, aber die Königin, aber wir haben hier keine verdeckelte Brut mehr. Das hatten wir letzte Woche noch. Wir haben Pollen da. Also bei diesem Volk stimmt definitiv was nicht. Jetzt ist die große Frage, was hier nicht stimmt.
hat die Königin auf der letzten Rille vielleicht verloren. Tja, also, was wir hier sehen, gefällt mir tatsächlich nicht so unbedingt, weil dieses Volk hat zum Vergleich zum letzten Mal sehr viel Futter verbraucht und hat jetzt kaum noch Brut drin. Das heißt jetzt für mich, liebe Leute, dass vor anderthalb Wochen war hier verdeckelte Brut drin. Das heißt jetzt für mich, dieses Volk hat Hunger und hat dann ganz wahrscheinlich das Brutgeschehen eingestellt, weil sie nicht genug Nahrung haben. Und das heißt, so, und jetzt habe ich einen Stich, aber wo? In meinen Fuß. Na gut, so. Da jetzt hier anscheinend Futter fehlt, nehme ich mir jetzt Futterwaben, die ich noch habe. Das Flugloch ist bereits verengt, das ist jetzt ganz wichtig. Ich nehme die Wabe. Das ist eine Leerwabe, die packe ich, das ist eine ausgebaut, aber die packe ich mal an die Seite. Ne, die packe ich hier mit dran. Ich möchte, dass das Brutnest jetzt hier nicht komplett auseinandergerissen wird. Aber ich gebe hier eine Futterwabe dazu, dass die Mädels sich da Futter nehmen können, wenn sie wollen. So, ich gucke mal hier an den Rand. Das hier aussieht, hier wäre noch Futter, aber nicht mehr viel, tatsächlich nicht mehr viel. Kommt, geht mal beiseite, Mädels. Jede Biene ist wichtig. Komm, Stucki, geh doch mal beiseite hier. Komm, hopp. So ist gut, prima. So. Ja, also, dieses Völkchen gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir gar nicht, weil die aus der Brut wieder rausgegangen sind. So, schnell an die Seite. Und bevor wir jetzt lange rumquatschen, Folie drauf. Deckel drauf. Nanu. Ach so, der Deckel passt nicht, weil ich hier das Trendsheet falsch eingehängt habe. Moment. So, schnell wieder zu. Deckel drauf. Zack. So, jetzt können wir noch einen Augenblick klönen. Volk ist wieder zu. Was ist hier los? Zu wenig Futter, deswegen sind sie wieder aus der Brut gegangen. Ich habe die Königin jetzt gerade nicht gesehen. Ich habe sie dann beim letzten Mal aber allerdings gesehen, da war sie noch da. Es ist offene Brut drin, aber nur noch ganz wenig und punktuell. Also kein schönes Brutnest. Ich weiß es jetzt gerade aus dem Kopf, mal jetzt habe ich jetzt kein Patentrezept. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was in diesem Volk jetzt sein könnte. Ich mache mir dazu auch noch mal Gedanken. Wir schauen in einer Woche wieder rein. Und ja, und dann schauen wir mal, was wir dann vorfinden. Auch das ist eine Erfahrung, die zur Imkerei dazugehört. Das heißt, gucken, was ist in dem Volk drin, was passiert, Schlussfolgerungen daraus ziehen und dann reagieren. Ja? Wie auch immer diese Reaktion ausfallen wird. Okay, also, denkt drüber nach. Schreibt es in die Kommentare, ich denke auch drüber nach und dieses Volk, das werden wir uns in einem anderen Video nochmal genauer angucken. Also in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss.